Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Herzlich willkommen zu Episode 475 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der liebste aller lieben, liebenswürdigen Zombies. Egal, Daniel, hallo. Hi, du Schleimer. Ich freue mich auch sehr, wieder mit dir hier zu sein, um über zwei so außergewöhnliche Filme reden zu dürfen. Ja. Man sollte meinen, nach 12 Jahren Podcasting haben wir ein bisschen Routine, aber ich vergesse immer noch anscheinend mir Gedanken über die Anmoderation. Nee, deinen Namen vergesse ich nicht, aber ich vergesse mir Gedanken über die Anmoderation vor der Aufzeichnung zu machen. Ich finde das völlig in Ordnung. Das ist so aus der Lameng, so quasi aus der Hüfte geschossen. Ja, genau. Ja. Oh, super Überleitung, genau wie dieser Film. Ja, der aussieht wie ein Home-Video, zumindest zeitweise, aber dann eben auch doch nicht, weil ein großes Studio und ein ordentliches Budget und echte Schauspielerinnen und Schauspieler und ein versiertes Team dahinter steht, nämlich 28 Days Later aus dem Jahre 2002. Richtig, ich bin auch ganz erstaunt gewesen. Ich habe den jetzt in der alten DVD-Fassung mir angeguckt. Ja. Weil anders kriegt man den ja auch nicht mehr. Ich habe eine HD-Fassung, ich habe die Blu-ray-Fassung, aber die sieht genauso schlimm aus wie die DVD-Fassung. Oh, ich würde gerade sagen, du glücklicher, aber naja. Nee, in der Tat, ich war auch hin und her gerissen zwischen, ja, also das sah bestimmt auch mal schöner aus vor 20 Jahren auf meiner alten Röhre, aber dann dachte ich auch wieder, das sieht schon richtig gut aus dafür, dass er gerade mal null Budget hatten. Also ist faszinierend. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag den Film ja wahnsinnig gerne, aber habe ihn trotzdem jetzt erst zum zweiten Mal gesehen. Ja, ja. Und das erste Mal ist, nicht 28 Tage her, sondern mehr so, nicht mal 28 Jahre. Schade, wäre ein guter Witz gewesen, aber muss so 2003, 2004 oder sowas gewesen sein, ja. Ja, wer heute gute Witze will, muss woanders hin. Muss woanders Ich gucke gerade auf die Rückseite meiner Doppel-Blu-ray, in der 28 Days Later und 28 Weeks Later enthalten sind. Eine Originalpressung von 2008 und das ist, glaube ich, auch so die letzte legitime, legale HD-Veröffentlichung von dem Film, wo gibt. Ich glaube, eine Zeit lang war er auch mal zum Stream verfügbar und mittlerweile eben wegen offenkundiger Rechtsstreitigkeiten zwischen der Produktionsfirma und Fox und irgendwelchen Streaming-Anbietern nicht mehr. Deswegen gut sind die Menschen beraten, die, wie wir, das Ding noch auf DVD oder Blu-ray im Regal stehen haben. Ja, also sag's ja immer wieder. Also, sowas wie Momox, Medimox oder wie man sie sich nennen, ist bestimmt eine schöne Sache. eBay ganz sicherlich auch ganz toll, aber ich versuche mich momentan von so wenig zu trennen wie irgend möglich, weil es ist ja ein Graus da draußen. Splice sollte ich noch erwähnen von Vincenzo Natali, über den wir heute an zweiter Stelle sprechen, aus dem Jahr 2009. Das müssen wir tun, ja. Wir hatten es angekündigt. Ja. Okay, ich höre da einiges raus, aber lass uns beginnen mit dem Danny Boyle-Film. Ja. Danny Boyle 2002, doch mal eine andere Nummer als Danny Boyle 20 Jahre später, nämlich prestigeträchtiger, renommierter Regisseur, Oscar-Preisträger, auch ganz schlecht anmoderiert, egal. Auf jeden Fall, ich wollte damit eigentlich nur sagen, 2002 war für mich eben noch Danny Boyle hauptsächlich der Typ der Trainspotting. Ja, oder Shallow Grave, genau. Ja. Oh, auch wunderbar, auch über den haben wir gesprochen. Und Alex Garland, der hierzu das Drehbuch verfasst hat, war eben der Typ, der The Beach geschrieben hatte. Ja. Ein wirklich gelungener Roman mit einer nicht so gelungenen Verfilmung und mittlerweile ist Alex Garland ja auch eine wirklich große Nummer. Ich mag ihn mittlerweile als Regisseur und Autor lieber als Danny Boyle, eben vor allem als Regisseur, weil hat tolle Sachen auf die Beine gestellt in den letzten Jahren. Ex Machina und Annihilation gehören so zu meinen liebsten Genrestoffen, möchte ich mal sagen, der letzten 10 Jahre. Ja.
bin Fan. Okay. Kannst nicht anders sagen. Cool. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich glaube, das Letzte, was ich halt wirklich, sagen wir mal, bewusst von Danny Boyle gesehen habe, war eben 28 Days Later. Und danach ich sagte bewusst. Ja, ach so. Bewusst. Also wo ich gesagt habe, oh Mensch, der ist von Danny Boyle, den muss ich mir mal angucken. So, ne, natürlich habe ich Slumdog Millionaire gesehen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ob ich Trainspotting 2 gesehen habe. Ich glaube nicht. Mhm. Yesterday habe ich noch gesehen, habe mich dann gewundert, dass er von Danny Boyle ist. Oh, hast du aber wirklich die Rosinen dir aus dem Kuchen gepickt. Ja, ja, total. Weil der hat doch gute Filme gerne, gemacht. Ja, aber trotzdem. ja, wie gesagt, aber es ist halt, ich hab auch so das Gefühl, dass irgendwie der Hype eben irgendwie abnahm, zumindest sagen wir mal in den filmischen Gefilden, in denen wir so vermeintlich unterwegs waren. Ja. Also, dafür ja. Hat er dann angefangen, so Filme zu machen für meine Eltern. Findest du, okay. Irgendwie schon. Ich kann da nicht ganz mitgehen, aber okay. Na gut. Also ich finde tatsächlich seinen Millions, den er unmittelbar hier nachgemacht hat, wirklich bezaubernd. Okay. Sunshine, für mich ein toller Science-Fiction-Film, eben auch mit Cillian Murphy in der Hauptrolle. Fand ich ja mega, auch nach einem Alex Garland-Skript. Und ich habe kürzlich noch mal 127 Hours gesehen, den James Franco-Film. Ah, das Ding mit dem, ja, klar. Ja, mit ihm im Feldspalt und ja. Die Hand muss ab. Fand ich auch erstaunlich toll. Ja, okay. Trans hasst so ziemlich jeder, der 2013 von dem rauskam. Ich fand den richtig schön, angenehm, schmierig. Habe ich nicht mit gerechnet. Der war tatsächlich für eine große Studioproduktion sowas von unbekömmlich. Und ja, dann, ja, ich muss auch sagen, habe ich mich gedanklich so ein bisschen verabschiedet. Steve Jobs fand ich ein kompetentes Biopic. Ja. Aber da jetzt mein Interesse an Steve Jobs und dem Apple-Konzern sich auch so in Grenzen hält, ist das auch jetzt nicht so, ich für ins Kino rennen würde. No. Ich bin, muss ich sagen, in 28 Days Later auch nicht ins Kino gerannt. Ja. Ich glaub, nein. Nein. Okay. Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe keinen einzigen seiner Filme im Kino gesehen. Na egal. Aber ich war eben ganz, ganz heiß drauf, als ich ihn dann mir auf DVD auslieh. Und ich war auch hoch begeistert damals. Interessanterweise offenkundig nicht begeistert genug, um mir dann irgendwann 28 Weeks Later anzugucken, weil ich glaube, ich habe den bis heute nicht gesehen. Ich bin mir etwas unsicher. Vielleicht können wir dagegen was tun, aber da, ich hoffe ja da schwer drauf. Vielleicht kommt dann die Erinnerung wieder. Jedenfalls war das eben, also ich glaube, der Einfluss, den 28 Days Later hatte, den sollten wir vielleicht ganz am Anfang mal benennen. Ja, bitteschön. Den kann man einfach nicht unter den Teppich kehren. Ich glaube nicht, dass es der größte spätere Zombie-Film war, aber sagen wir, ohne den hätte es halt all die anderen Remakes, Neuverfilmungen, Parodien vermutlich so nicht gegeben. Richtig. Es passte mir eben auch wahnsinnig gut in den Kram, weil als ich ihn damals gesehen habe, habe ich eben praktisch alles nachgeholt, was ich irgendwie in jungen Jahren verpasst habe. Eben all die Romeros und Braindead und was nicht alles. Und da gehörte das natürlich ganz dringend dazu. Und es war einfach, ja, Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Und danach war dann aber auch schon wieder ganz schön gut für mich. Ne? Also hat dann irgendwie... Ich weiß nicht, es hat mich dann irgendwie nicht zum Remake von Zack Snyder getrieben. Shaun of the Dead habe ich erst gesehen, als wir darüber geredet haben und so weiter und so fort. Finde ich aber spannend. Und ich finde aber eben auch, dass Danny Boyle es eben schön auf den Punkt gebracht hat, was eben, sagen wir mal, vielleicht ein moderner Zombie-Film bringen sollte. Ja. Genau. Und ich finde es schon interessant, dass halt danach dann eben, sagen wir mal, nichts Schlaueres kam als eben Remakes und Parodien. Ja, auch so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich da positiv Beispiele nennen würde für den Zombie-Film der Nuller- und Zehnerjahre. Aber du hast schon recht, ich meine, die Ausbeute war gering. Aber ja, auf jeden Fall 28 Days Later maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir eben noch mal so eine späte neue Zombie-Welle hatten. Wir haben ja, glaube ich, auch schon im Kontext unserer Filmgespräche über Land of the Dead und Shaun of the Dead kurz darüber gesprochen, ja. Aber 28 Days Later war eben noch mal 2-3 Jahre zuvor und war auch 2-3 Jahre vor dem Zack Snyder Remake von Dawn of the Dead. Ja. Und ganz maßgeblich dafür eben, dass das Thema Zombies wieder aufkam, was ja komplett verschwunden schien, beziehungsweise, also Zombies waren ja immer da, weil die waren auch in meiner Jugend da. Ich bin ja, glaube ich, auch
so videothekentechnisch oder genrevorliebenstechnisch nochmal so ein bisschen anders sozialisiert als du. Natürlich, also ja. Für mich waren die da, aber die waren absolut in der Schmuddelecke. Das waren auch keine Filme, über die du wirklich reden konntest. Also die gucktest du dir an im stillen Kämmerlein, aber sag bloß niemandem außer wirklich so den eingeweihten cinephil abgründigen Kreisen irgendwas darüber, dass du die besitzt, weil möglicherweise sind die auch noch verboten und solltest du sowieso nicht gucken. Und dann kommt ein Auteur wie Danny Boyle an und hebt das Kit mal irgendwie so aus der Schmuddelecke raus. Ja. Und ich fand das schon sehr angenehm. Und man kann vieles verfluchen, was in den Jahren danach kam. Aber 28 Days Later ist für mich auch immer noch fast unantastbar gut. Der hat sich gut gehalten, obwohl er nicht gut aussieht. Ich meine, es ist natürlich auch sehr schön, natürlich, meine, in Romeros Film wird das Wort Zombie auch so gut wie gar nicht genannt. Der Klassiker, ja. Und natürlich gab es auch vor Danny Boyle, sagen wir mal, untote Rumlatscher. Man denke halt, was ich nur an die die Resident Evil-Verfilmungen. Ja. Und so, aber das ist eben, das ist halt aber auch so weit im Science-Fiction-Bereich und irgendwie, ja, dann doch einfach nochmal eine andere Nummer, alles in allem. Und ja, natürlich, ich glaube, was Danny Boyle hier aber eben einfach so richtig schön zu packen kriegt, ist eben die Sozialkritik, der Ansatz, den Romero etabliert hat. Und eben natürlich auch einfach die Schmuddeligkeit. Ja. Aber eben, wie du hast es, glaube ich, ganz richtig schön gesagt, eben aus dieser Auteursicht. Mhm, und damit trifft er hier ziemlich genau ins Schwarze. Ich glaube eben, also Alex Garland hat sich so aus der Ecke ein bisschen gelöst, beziehungsweise auch als Filmemacher weiterentwickelt und als Autor emanzipiert, aber er war schon in der Phase seines Schaffens sehr, sehr so in dieser Genre-Ecke und hat versucht, so bestehende Stoffe, altgediente Stoffe, auch anerkannte, beliebte Stoffe so zu variieren. Und ich glaube, das hat er hier mitgemacht mit im weitesten Sinne dem Zombie-Film. Wobei, du hast natürlich recht, das Wort Zombie wird nie genannt, aber das ist ja in den meisten Zombie-Filmen der Fall. Da schreien ja ganz selten Menschen, oh, die Zombies kommen. Ja. Aber er hat es eben auch gemacht ein paar Jahre später mit Red, mit seinem Drehbuch dazu. Und da eben auch nochmal quasi einen alten Comic, von dem viele sagten, na, da kannst du irgendwie nichts mehr rausholen und irgendwie den nur aufbereitet. Und der stieß ja auch damals auf viel Gegenliebe. Also nicht die Verfilmung mit Sylvester Stallone, sondern die andere. Und ich glaube, über beide haben wir gesprochen. Wir haben über beide gesprochen, ja. Und ich fand die Neuverfilmung gar nicht so besonders, aber gut, das bin ich. Das bist du, ja. Ist auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, es gibt auch legitimerweise ganz viele Menschen, die 28 Days Later nicht mögen und das vor allem vielleicht für die Ästhetik. Ich finde sie auch problematisch, so zurückblickend. Der hätte mir auch hier und da gewünscht, ja, so ein echter Film wäre schon schön oder ich wünschte so, die HD-Kameratechnologie wäre ein bisschen weiter gewesen. Grundsätzlich irgendwie finde ich super spannend, auf die Zeit zurückzugucken, einfach zu sehen, was im Digitalkino da abging und was eben Leute wie George Lucas oder Michael Mann oder Danny Boyle da umgetrieben haben, die eben plötzlich, oder Dominic Graf mit der Felsen, damals einfach so mit billigen Consumer-Kameras da angestellt haben und dann, was dann 10 Jahre später nochmal versucht wurde, so quasi zu wiederholen, indem als Leute anfingen, mit iPhones plötzlich ihre Filme zu drehen. Ja. Und es ist schon spannend. Ich fand es 2002 zugegebenermaßen, als ich im Kino war, ein bisschen cooler als heute. Wenn ich heute drauf blicke, denke ich mir, weil einfach die digitale Filmtechnologie so viel weiter ist. Und damals wurde auch dafür argumentiert, man hätte diese Szene menschenleeren London gar nicht filmen können mit einer großen Kameracrew, wenn man da erstmal quasi die Filmrollen in die 35mm Kamera hätte einlegen müssen und das ganze Setup und der Ton und so weiter. Und das ginge eben nur mit damals Kameras, die man quasi in 3 Minuten auf- und abbauen kann. Ja. Aber ich hab gelesen, dass die Szene in der ich sag immer Cillian Murphy, ich bin mir nicht ganz sicher. Cillian? Ich wurde verbessert von meiner lieben Frau, schöne Grüße. Ich habe auch in der Abmoderation letzte Woche Cillian gesagt, da sagte sie, der heißt Cillian Murphy, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir glauben deiner besseren Hälfte und sagen Cillian. Wir können einfach sagen Mr. Murphy oder Mr. so. Mr. Murphy. Nee, da denke ich eher an Robocop. Aber ich würde sagen, die Szene, in der er eben vor dem umgedrehten Doppeldeckerbus steht, ja. Die hätten sie wohl in 20 Minuten gedreht. Und zwar inklusive Bus umdrehen und wieder richtig hinstellen. Also von daher, das kann man tatsächlich vielleicht mit so einer riesen Crew nicht machen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich finde, dass das alles so ein bisschen matschig aussieht auf der alten Fall, DVD. Ja. Da fühlte ich mich so ein kleines bisschen an Inland Empire erinnert, ehrlicherweise. Das ist nicht schön. Aber grundsätzlich finde ich diesen On-the-Fly-Look eigentlich ganz nett für das Sujet, was er hier bedient. Dass man halt einfach so quasi mit der Figur von Jim
ist ja auch ein unglaublich generischer Name, halt sehr dicht halt mit ihm mitrennt und die Bilder an einem so vorbeifliegen und das eben alles. Es wirkt dadurch sehr unmittelbar, glaube ich. Ja. Nicht sehr flashy, aber eben sehr, sehr unmittelbar. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, weil das nicht nur die Spannung treibt, sondern einfach auch die, ich glaube, die emotionale Dramatik, die der Film so mit sich bringt. Weil er legt ja viel mehr Wert darauf, zu zeigen, wie es jemandem geht, der da eben ganz alleine in London rumrennt. Zumindest in der ersten halben Stunde. Trägt doch sehr viel zu Glaubwürdigkeit und überhaupt natürlich auch zur Stimmung der Szene bei, dass wir eben keinen wirklichen Umgebungston haben, möchte ich mal sagen. Kein Originalton aus diesem Moment, weil wahrscheinlich auch Cillian Murphy, Mr. Murphy umgeben war von lauter Menschen, die nicht gefilmt werden wollten und sollten und dann eben einfach darüber dieser wummernde Score von John Murphy gelegt ist. Sehr auch teilweise Hardrock oder Metal inspiriert. Also ich fand den auch relativ stark tatsächlich. Ja. Und das, also überhaupt die ganze Eröffnung, aber kurz die Inhaltsangabe, First Things First, na gut, bevor ich es vergesse. Ja. Von Welcome to the Club, den Namen haben wir, glaube ich, noch nie gehört. Nee, Today's Tomorrow. Und Today's Tomorrow, er oder sie schreibt, eine Gruppe Tierschützer dringt in ein Labor ein, um Affen zu befreien, die dort für Versuche missbraucht wurden. Was sie nicht wissen, die Affen sind mit einem unheimlichen, hochansteckenden Virus verseucht, der sie in reißende Bestien verwandelt. 28 Tage später, der Fahrradkurier Jim, das ist Mr. Murphy, erwacht aus einem wochenlangen Koma und muss feststellen, dass Lodovy ausgestorben ist. Kein Mensch ist zu finden, die Zivilisation scheint sich aufgelöst zu haben, da stößt auf einige Infizierte, die ihn jagen, nur knapp kann er ihnen entgehen und gemeinsam mit zwei weiteren Überlebenden der Seuche macht er sich auf die Suche nach einem Ausweg aus der Apokalypse. Und bevor jetzt Menschen aufschreien, weil wir jetzt schon 30 Mal Zombies erwähnt haben, ja, Daniel und ich sind uns sehr wohl bewusst, dass man diesen Film nicht unbedingt als Zombie-Film deuten muss. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Ja, es sind Infizierte und man muss auch nicht erwarten, dass da irgendwelche, weiß nicht, Gedärme gefressen werden und sonst irgendwas. Also von daher. Das weitere Personal, noch kurz genannt, Danny Boyle, Alex Garland, John Murphy von The Score, bereits erwähnt, Anthony Dodd Mantle, auch viel gemacht mit Danny Boyle hier an der Kamera und in den Hauptrollen neben Mr. Murphy, Naomi Harris, Megan Burns, Brandon Gleeson, Christopher Eccleston und viele andere Menschen in kleinen Rollen, die ich sehr, sehr gerne mag, aber eben vor allem die genannten. Ich muss echt sagen, der Cast ist Chefskiss. Chefskiss. Ja. Im Übrigen, um nicht permanent Mister sagen zu müssen, ich habe gerade mal tatsächlich die Pronunciation aufgerufen. Ja. Bei der Wikipedia, er heißt tatsächlich Killian. Oder oh. Killian, wie auch immer man es gerne aussprechen möchte, aber mit einem K vorneweg. Alles klar. Sehr schön. Ja. Ich meine, als ich den Film damals gesehen habe, hatte ich nur eine sehr, sehr, sehr bedingte Vorstellung davon, wer Christopher Eccleston und wer Brendan Gleeson sind. Aha. Heutzutage sieht das natürlich etwas anders aus. Nicht zuletzt deswegen, weil natürlich Eccleston eben sich als neunter Doktor in Doctor Who sich in mein Herz gespielt hat. Und aha, Brendan Gleeson ist natürlich auch irgendwie in allem, was irgendwie englisch aussieht. Ein National Treasure, wie die Briten, glaube ich, sagen. Korrekt. Ja. Und Cillian Murphy ist natürlich mittlerweile auch eine große Nummer. Naomi Harris ist mittlerweile eine große Nummer. Damals wusste ich nicht, wer irgendjemand davon war, aber sie haben mich alle komplett umgehauen. Sie waren einfach wahnsinnig gut allesamt. Ich glaube, die Einzige, die so ein bisschen raussticht, zumindest zeitweilig, ist Megan Burns, oder Megan, die war noch sehr jung war damals und ab und an mal etwas sehr sehr steif auf mich wirkt. Dann wiederum gar nicht mal. Ja, also irgendwie, wenn sie einen guten Tag hat, ist sie richtig klasse in dem Film und manchmal eben auch nicht so. Aber es ist, aber grundsätzlich ist es einfach eine wahnsinnig gute Besetzung bis ins kleinste Detail. Auch die ganzen Soldaten, die dann im hinteren Teil des Films ankommen, sind eben auch adäquat widerlich und ist schon sehr, 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 sehr cool. Sehr überschaubare Besetzung alles in allem, aber wirklich gut.
Wirklich gut, muss ich auch sagen. Klar, genau wie dir ging es mir auch. Cillian Murphy, Naomi Harris kannte ich damals gar nicht. Brandon Gleeson, klar, so ein gesichtsbekannter Megan Burns, mir auch eine vollkommen unbekannte. Christopher Eccleston, bis zum heutigen Tag, ehrlich gesagt, kriege ich so ein bisschen hier die Shivers, wenn ich ihn sehe, weil er einfach für mich untrennbar mit meiner absoluten Lieblingsserie ever zusammenhängt, nämlich Cracker, für alle Fälle Fitz. Ah, ja, wo er eben den Kopf spielt, mit dem Robbie Coltrane zusammenarbeitet. DCI Bilbao. Und wer die Folge von Cracker mit ihm und Robert Carlyle, noch so eine Trainspotting-Connection gesehen hat, der vergisst die auch nicht. Also ich möchte da nicht spoilern, aber das ist so, er spielt tatsächlich da eine Rolle, die, guckst du Cracker einmal, magst du die Serie, das bleibt dir ewig hängen. Und das war eben Anfang, Mitte der 90er, das war auch so sein Durchbruch. Danach hat er, glaube ich, ein Jahr später Shallow Grave gemacht, auch mit Danny Boyle. Das ist mir einfach ewig hängen geblieben. Und deswegen freue ich mich immer wahnsinnig, wenn ich ihn sehe, bis zum heutigen Tag, muss ich sagen. Also ja. Wir gucken gerade True Detective, die vierte Staffel, da schlägt er auch plötzlich in Folge 3 auf für so 10 Minuten und war dann nicht mehr gesehen. Mal gucken, vielleicht kommt er noch mal, aber bisher kam er nicht wieder zurück. Ja, hatte ich auch, ist ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich hatte ja von True Detective nur die erste Staffel gesehen, hörte die zweite ist doof, die dritte sei wieder gut. Wir haben die zweite und dritte auch ausgelassen. Aber ja, aus eben diesen Gründen. Genau, ich saß in Stockholm in der U-Bahn und sah, oh, es gibt eine vierte Staffel, das ist ja interessant. Das sind ja immer abgeschlossene Geschichten, deswegen auch irgendwie völlig neues Setting, klar, völlig neue Figur. Und deswegen kann man dann auch mal sagen, hier, lass 5 Grad sein und die zweite, dritte Staffel mal liegen. Und, aber wir hatten ja über Eccleston schon in Existenz geredet, das ist ja klasse. Wir hatten ihn in G.I. Joe, da ist ja mit einer der besten Sachen, das war. Ich mochte ihn in Amelia sehr gerne tatsächlich und ich brauchte richtig lange, um rauszufinden, dass er tatsächlich im zweiten Thor-Film den Bösewicht gibt. Weil man erkennt ihn nicht. Okay, den habe ich nie gesehen. Brauchst du auch nicht. Und nicht mal wegen Eccleston. Genau. Genug der Liebesbekundung für Christopher Eccleston. Ich habe den Film damals im Kino gesehen. Ich mochte ihn damals wirklich sehr. Ich war, glaube ich, mich erinnern zu können, noch so ein bisschen oder da erst richtig tief drin in meiner Filmsnob-Phase und habe auch mit einer gesunden kritischen Distanz drauf geguckt und habe den damals nicht so wirklich abgefeiert. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich Spaß daran hatte. Sah das aber auch ein bisschen kritisch mit dieser Handheld-Videokamera-Ästhetik und Zombie-Filme, keine Ahnung, ob man mir in dem Genre oder dem Subgenre des Horrorfilms so irgendwie was Neues zeigen konnte. Ich hatte schon das Gefühl, der Film macht das. Ich habe, glaube ich, damals den Fehler gemacht, über meinen Mangel an Liebe für das letzte Drittel des Films so ein bisschen zu vergessen, wie gut, wie stark die ersten 2 Drittel des Films sind. Ja. Und das ist mir jetzt wieder so aufgefallen. Ich habe den Film, glaube ich, seit dem Kino-Release und dem jetzigen Wiedersehen nur noch einmal gesehen. Und es geht mir eigentlich jedes Mal gleich, dass ich so nach in den ersten 30, 40, 50, 60 Minuten denke, meine Güte, ich glaube, der ist wirklich unantastbar gut. Also grenzwertig meisterwerkig. Ja. Und dann kommt eben der Teil mit Christopher Eccleston und seinen Militärs und die spielen das alles gut und ich verstehe, warum sie das gemacht haben und ich empfehle dringend, wer die DVD oder Blu-ray zu Hause hat, sich mal die alternativen Enden anzusehen und auch die, also ich weiß nicht, ob du dir die Mühe gemacht hast. Habe ich, ich finde das super, dieses ganze Konzept, was nur in Form von wie nennt man das? Storyboards existiert, genau, für eine komplette Alternativfahndung für das hintere Drittel. Ich glaube, es funktioniert nicht und das Lustige ist, also Alex Garland und Danny Boyle sprechen drüber und sagen dann irgendwann, ja, und dann haben wir uns quasi da so eine Ecke gedacht und kam da nicht mehr raus. Ja, das merkt man schon ziemlich deutlich. Und das ist irgendwie ganz spannend, aber man merkt im letzten Drittel an, es wirkt so ein bisschen für mich immer noch wie drangeklebt. Also nicht so ganz konform mit dem, was wir vorher sehen, was eben sehr, sehr auch klaustrophobisch ist und sehr, sehr klein skaliert und es ist alles sehr, sehr intim auch und beklemmend und dann öffnet sich die Welt ein bisschen und das, glaube ich, mag ich nicht so richtig, aber immer noch ganz gerne. Ich muss sagen, geht mir sehr ähnlich. Ich glaube, ich bin nicht ganz so hart zu dem Ende. Ich bin überhaupt nicht hart. Ich mag das immer noch. Bloß die ersten 2 Drittel sind super gut. Das Ende ist gut. Ja, aber ich bin noch weniger hart. Also noch weniger. Schon Okay. Weil ich mochte das tatsächlich ganz gerne alles in allem. Ich fand das eigentlich eine ganz hübsche Kirsche auf der Sahne irgendwie. Aber ungelogen ist natürlich, sagen wir mal, der Anfang und die Mitte sind einfach deutlich besser. Das ist auf jeden Fall klar und deutlich. Ich konnte mich nicht erinnern, wie der Film beginnt, wohlgemerkt. Ich wusste noch relativ genau, wie Cillian Murphy da alleine durch die Stadt läuft. Ja. Ich wusste noch, wie er eben Naomi Harris und hier Noah Huntley trifft als Mark. Ich hatte auch noch so eine leichte Erinnerung daran, wie sie da eben
auf den Vater und seine Tochter treffen und wie sie dann eben rausfahren aufs Land. Aber ich glaube tatsächlich, das, woran ich mich am meisten erinnerte, war eben tatsächlich die ganze Geschichte mit den Militärs. Mhm. Warum auch immer. Es mir einfach mehr, vielleicht liegt es an Eggerson, ich weiß nicht. Aber vor allem hatte ich mich jetzt gerade sehr darüber gewundert, wie unverfroren The Walking Dead sich hier bei dem Film bedient hat. Das ist richtig. Die ersten 15 Minuten sind ja quasi identisch. Ja, absolut, ja, natürlich. Ist ja absurd. Der Protagonist wacht im Krankenhaus auf und ja. Sachen sind komisch. Und stolpert durch eine leere Stadt, ja. Ja. Krasse Nummer. So deckeln sich die Eindrücke tatsächlich. Daran muss ich auch denken. Und zum anderen, genau wie dir, ging es mir auch mit den eröffneten Minuten, mit diesem Eindringen der, ich weiß nicht, wie man die nennen soll, Ökoaktivisten, Tierschutzaktivisten in dieses Labor, die eben da die Affen, die Rage-Affen befreien wollen. Ja. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Nee. Und ich sagte doch auch zu Jennifer, zu meiner Frau, ich glaube, ich habe den falschen Film eingelegt. Weil der beginnt doch damit, dass Cillian Murphy im Krankenhaus nackert aufwacht und da rumstarkst. Aber nee, wir haben so einen ganzen Prolog mit Tierschutzaktivisten. Ja, mit 12 Monkeys, ja, genau. Ja, richtig. Und ich habe mich dann, das hat ganz so eine Frage für mich aufgeworfen, auch ob der Film so eine Art, so ein bisschen auch konservativen Spin hat, dass man eben ausgerechnet solche jungen Leute, die Tiere befreien wollen, so quasi zu den Bösewichtern des Films macht. Aber ja, hatte ich auch kurz überlegt, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich der Film so viele Gedanken gemacht hat. Ich war aber auf jeden Fall dann happy, mit Cillian Murphy alleine zu sein. Ich glaube schon, ja? Ich glaube nicht in die Richtung, die du gerade beschrieben hast, aber ich glaube schon, dass der Film sich verschiedene Gedanken gemacht hat, alleine dadurch, wenn sie zeigen eben, welche Experimente an den Affen halt durchgeführt werden. Ja. Eben wieder eine Schimpanse da eben, wie Alex in Clockwork Orange, da eben sich die Fernseher mit den Gewaltakten angucken muss, die uns heftig sind. Also ja. Da habe ich wirklich gedacht, oh, wir haben sie das echt aus den Nachrichten genommen, das ist ja schrecklich. Ja. Aber das deckt sich ja so ein kleines bisschen eben mit verschiedenen Aussagen, die unterschiedliche Figuren an unterschiedlichen Stellen des Films halt machen. Na, dieser Überlebenstrieb von Selena gepaart mit, sagen wir mal, dem Sanftmut von Jim, der sich dann irgendwann auch dreht. So sehr, dass Selena für eine Sekunde glaubt, er sei infiziert, weil er so brutal vorgeht. Mhm. Und aber natürlich auch ganz dringend eben den ein oder anderen Aussagen von hier Major West, ja, die nicht dumm sind, sind zynisch, ja, sind nihilistisch, aber im Kontext des Films und gerade wenn man sich halt anguckt, was eben dieser arme Affe da am Anfang sehen muss, kann man schon verstehen, wie jemand in einer solchen Welt auf solche Gedanken kommen kann. Ja, und absolut. Und ich denke, so fügt sich das alles ineinander. Also ich hab zumindest den Eindruck, dass der Film eine sozialkritische Aussage in diese Richtung zumindest verfolgt. Ich denke auch. Also er begegnet auf jeden Fall seinem Thema und seiner Figur mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Gradlinigkeit und Nachvollziehbarkeit. Und das, was du gerade auch so beschriebst, so von wegen, man kann es jetzt bei den Menschen, die negativ gezeichnet sind, also wir heißen unsympathisch, vielleicht auch irgendwie antagonistisch gezeichnet sind, immer nachvollziehen, warum sie eben tun, was sie tun. Und das rechne ich dem Film eben hoch an. Das habe ich wirklich genossen, jetzt auch bei diesem Wiedersehen. Einfach festzustellen, die haben sich schon Gedanken gemacht. Das sind nicht einfach Irre, die komplett irrational handeln und Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Ich meine, die handeln unmoralisch und unlauter und tun eben Dinge, die man nicht tun sollte. Ja. Aber man versteht, ich kann nachvollziehen, aus welcher Geisteshaltung das geschuldet ist, und welchen Gedankengängen, dass natürlich man 4 Wochen nach einer, ich möchte es mal Zombie-Apokalypse nennen, sich schon wahrscheinlich gedanklich, gefühlig auch in eine Richtung entwickelt, die nicht ganz gesund ist für den Einzelnen oder für die Allgemeinheit. Ja, und das fand ich eben wirklich ganz stark, wo ich hingegen ich eben ganz oft auch, also und das ist auch, glaube ich, einer der maßgeblichen Gründe, warum ich auch mit der The Walking Dead Fernsehserie relativ schnell aufgehört habe, ich oft das Gefühl habe, da werden Figuren jede Woche neu nach den Bedürfnissen des Drehbuchs gerade umgeschrieben. So irgendwie Leute, die vorher Helden waren, sind irgendwie verkümmern plötzlich zu Feiglingen und irgendwie die größten Feiglinge werden zu den die kleinsten Feiglinge werden zu den größten Helden und umgekehrt und Menschen werden für den Schockfaktor umgebracht und hier fühlt sich das für mich alles sehr, sehr schlüssig an, was den Handlungsverlauf betrifft, was die Figurenzeichnung betrifft. Ja. Ich kann einfach verstehen, warum die tun, was die tun. Und das fängt für mich schon an
bei Jims, also Cillian Murphys erster Begegnung mit den Zombies, also mit diesem Priester, der da verseucht ist und auf ihn zuläuft, diese komplette Hilflosigkeit bei der Begegnung und erstmal auch dieses Bedürfnis, den, ich möchte nicht sagen, in die Arme zu nehmen, aber dem mit so einer, mit der Hoffnung zu begegnen, hey, vielleicht ist es jemand, mit dem ich reden kann. Hier, Pater, kommen Sie doch mal, ich habe hier ein Problem. Pater, Pater? Ja, und dann ihn eben mit seinen Cola-Dosen zu hauen und sich gleich auf den Schuh gehen. I shouldn't have done that, sagt er danach, so richtig mit schlechtem Gewissen dafür, dass er den Priester gerade kaputt gemacht hat. Ja, ich finde, der Film macht da sowieso recht viele clevere Sachen. Ne? Ich meine, ich habe mir so die Frage gestellt, ich meine, dass er halt nicht nackert durch die Stadt läuft, ist fast schon klar, aber ich fragte mich so ein bisschen, warum sucht er nicht nach seinen eigenen Klamotten? Warum geht er nicht irgendwie ins nächste verlassene Kaufhaus und nimmt sich irgendwas von der Schaufensterpuppe oder sowas? Warum läuft er eigentlich die ganze Zeit noch in seinen OP-Sachen rum? Ja. Aber ich glaube aus der Sicht von Jim ist das völlig nachvollziehbar und legitim, weil er ja erstmal rausfinden will, was ist da eigentlich alles passiert und wo sind eigentlich alle anderen. Ich finde auch, ich hatte mich auch gerade gefragt, würde ich tatsächlich als erstes in eine Kirche gehen? Ja. Wäre vermutlich nicht unbedingt der Ort, aber ich glaube, wenn man den ganzen Tag durch eine verlassene Stadt läuft, vielleicht kommen einem dann so eine Gedanken. Und wenn es halt nur, also selbst wenn man nicht religiös ist, aber wenn es nur der Gedanke ist, das ist ein Ort, wo sich normalerweise Leute versammeln, wenn was Schlimmes passiert. Oder so. Und das ist also, auch das funktioniert recht gut. Ich habe leider nicht lesen können, was an der Wand stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gehofft, dass man das nochmal ein bisschen besser sieht, aber ich find aber eben auch zum Beispiel auch spannend, wie Selina und Mark gezeichnet werden. Weil sie erstmal auf mich wirken wie so Abziehbilder, irgendwie so die toughen Überlebenskünstler und Mark macht da halt irgendwie so einen Riesenfass auf hier, erste Regel und sowas. Und letztendlich ist er halt ganz klein betut, kurz bevor er gebissen wird und all das. Sowieso, aber auch dass sie eben zum Beispiel mit Jim mitgehen, weil er eben nach seinen Eltern suchen will. Und das ist auch eine ganz herzzerreißende Szene. Ja. Und die Figurenzeichnung ist stringent, sie funktioniert. Und auch wenn sie dann eben auf Frank und seine Tochter treffen, sieht man dann wieder eine ganz andere Perspektive, ne? Wie Leute umgehen, die mit der Situation, die eben jemanden zu beschützen haben. Ich hatte eben auch die ganze Zeit gedacht, nicht, dass Frank halt irgendwie so ein Wolf im Schafspelz ist oder irgendwas. Absolut, aber nein, er ist ein guter Vater. Ja. Und das ist auch sehr, sehr sympathisch und wirklich, wirklich gut gelöst. Und umso bitterer ist es, wenn er dann irgendwann infiziert wird. Ja, absolut. Ja. Dieser Erzählrhythmus, dass uns erstmal neue Figuren eben den Jim begegnet und den wir auch als Publikum begegnen, erstmal, dass wir dem mit Misstrauen begegnen, das ist ja im Grunde 1:1, glaube ich, das, was auch Jim empfindet und eben auch schlägt sie ihm auch nieder in deren Verhaltensweise und in deren Auftreten gegenüber Jim, nämlich erstmal tendenziell feindselig oder irgendwie mackerhaft, wie jetzt eben hier bei genau Mark und Selina, die ich habe ja genauso empfunden. Und dann macht der Film eben auch ganz schnell rationalisiert, warum die sich verhalten haben, wie sie sich eben verhalten haben, weil die natürlich auch Angst haben müssen und denen wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleibt, als ihre Dominanz immer unter Beweis zu stellen und immer ständig zu betonen, sodass sie die härtesten aller Hard-Asses oder Bad-Asses sind. Also wo gibt in dieser Welt mit wenigen Überlebenden? Und es wirkt alles komplett nachvollziehbar. Auch bei Brendan Gleeson, ich hatte genau das gleiche Gefühl. Auch ich wurde irgendwann richtig gehend paranoid, damals wie heute, jetzt auch beim Wiedersehen, als ich ihn jetzt da sah und nicht mehr sofort eins und eins zusammenzählte in meiner Erinnerung und wusste, welche Rolle er spielen würde, dachte ich, okay, das ist schon so ein bisschen creepy, ne? Diese mit Weihnachtslämpchen ausgestattete Wohnung und seine Tochter scheint auch total verhuscht zu sein und nennt ihn nur so mit halbem Widerwillen Papa gehorcht seinen Anweisungen. Da dachte ich mir auch so, warte mal, ist der jetzt eigentlich, ist der ein Guter? Oder ist der am Ende böse? Ja, und weil ich meine, Brendan Gleeson bringt natürlich auch eine Geschichte mit sich und er hat in so vielen Filmen auch ein Heavy gespielt. Man muss ja mit allem rechnen. Ja, aber dann umso schöner, wie schnell der Film und wie effektiv er die Kurve kriegt und ihn so zu einem richtig großen Sympathieträger macht, sodass eben auch das, was du gerade angedeutet hast, also seine Todesszene, wo ihm dieser Blutstropfen da ins Auge gerät und wir eben wissen, der hat jetzt noch 10 bis 20 Sekunden, bis er alle auf alle losgeht und die umbringen will. Das ist so herzzerreißend. Ja. Das tut auch beim dritten Mal richtig weh, ehrlich gesagt. Glaube ich.
Aber ich finde es eben auch ganz spannend. Ich meine, ich glaube, an den Soldaten kann ich ehrlicherweise nicht viel Gutes finden. Nein, nein. Der eine kocht gut. Ja, nicht einmal das, weil nee, man stimmt, nicht mehr merkt, dass die Eier verfault sind. Nein, die Soldaten sind schon ganz schön. Also auch das finde ich echt spannend, ja? wenn die dann auftauchen, eben mit ihren Jeeps, mit den MGs da im Anschlag und alles und der vollen Kampfmontur und Bab im Hinterhof. Ja, gleichzeitig sind sie gerettet. Andererseits wirken sie bedrohlich. Ja. Und ganz, ganz schnell wirken sie wie dumme Kinder. Und machen irgendwie Menkenke mit dem Taxi auf der Einfahrt. Die Ablehnung, die Selina und Jim da empfinden, die lässt auch nicht nach. Also da macht der Film eben nichts, was eben irgendwie oder anders gesagt, ich kann die schon nachvollziehen. Mhm. Also genauso wie ich herumziehende Marodeure im 30-jährigen Krieg irgendwie nachvollziehen kann, aber deswegen finde ich sie besser. Ja. Ja, also es ist eine ganz, ganz schwierige Truppe, die Wester zusammengesammelt hat. Diplomatisch ausgedrückt, ja. Ich meine, Eccleston bringt ja eben auch eine ganze Menge mit. Ich finde halt ihn halt noch verhältnismäßig sympathisch in all dem, was er tut. Verzweifelt, vielleicht nicht ganz bei sich und er trifft unglaublich schlechte Entscheidungen. Ja. Aber sagen wir mal, seiner Figur nehme ich noch am ehesten ab, dass er sich seiner moralischen Abwege bewusst ist. Ich glaube, er sieht bloß keine andere Möglichkeit, um irgendwie für sowas Ähnliches wie Normalität zu sorgen. Und da geht es ja auch, wenn er sich dann mit seinem Stellvertreter, seinem Sergeant da quasi streitet, da geht es ja gerade um auch die Frage der Normalität und was man daraus macht und wer diese Normalität eben tatsächlich aufbauen will. Mhm. Na, ich meine, die Normalität für Frank, der zu dem Zeitpunkt leider schon aus dem Film raus ist, sieht natürlich komplett anders aus als eben für Major West. Ja. Also bedenklich finde ich so ein bisschen an seiner Person, du hast absolut recht, es ist nachvollziehbar und er wirkt auch in zwar sehr begrenztem Maße, aber das viel mehr hat er wahrscheinlich auch nicht mehr geistig übrig, irgendwie reflektiert und sich dessen bewusst ist, dass das, was er tut, nicht integer ist, um es auch mal möglichst diplomatisch auszudrücken. Mich schockiert so ein bisschen, dass er schon nach 28 Tagen oder 30 Tagen oder wie lange auch immer die dann da zu dem Zeitpunkt unterwegs sind, lass es 40 Tage sein, so umkippt. Ja. Und so schnell seine Ideale über den Haufen wirft. Also so lange kann es ja doch nicht sein, weil sie sind ja doch davon ausgegangen, dass die Eier einigermaßen frisch sind. Also können sie doch nicht älter sein als einen Monat. Ja. Ja, genau, wollte ich sagen. Ja, absolut. Ich muss ja natürlich ganz ehrlich sagen, diese ganze Figur erinnert mich halt einfach so ein bisschen an hier Sterling Haydens General Ripper in Dr. Strangelove. Das ist sehr gut. Der da eben über seine wertvollen Körperflüssigkeiten philosophiert, während hier Peter Sellers versucht, ihn irgendwie aufzuhalten und irgendwie völlig drüber. Ja, natürlich. Aber in seiner Welt irgendwie klar. Also ist ganz seltsam. Nee, total nachvollziehbar, der Gedanke. Ja, die Figur erinnert daran und natürlich haben wir auch nochmal inhaltliche Parallele hier zu Körpersäften und der Reinhard von Körpersäften, ne, die auch Ripper da preist und er lässt sich die nicht beschmutzen und genau das ist eben hier passiert. Hier ist ein Virus in dem Blutkreislauf eingedrungen, der da nicht rein soll. Ja. Ich finde es übrigens super, das wollte ich mal sagen und ich glaube, es ist keine allgemeingültige Weisheit oder keine Win-Win-Formel für den Zombie-Film oder Horrorfilm per se, aber ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn wir in einem Film mit bösartigen, fantastischen Kreaturen eben menschliche Bösewichte haben. Oder Bösewichte haben. Ja, ich finde es immer so ein bisschen schmal, beziehungsweise irgendwann auch wenig noch spannungsfördernd, wenn wirklich die Zombies die einzige Bedrohung darstellen. Und das wiederum machen ja Serien wie Walking Dead ganz gut, die dann immer wieder betonen, der wahre Feind ist der Mensch, ne? Also nicht der Zombifizierte, sondern der. Aber das ist hier besonders gut gelöst, finde ich tatsächlich, weil die Zombies haben sich, oder die Infizierten, ihr so ein bisschen überlebt zu dem Zeitpunkt schon. Also die haben ihre Bedrohlichkeit verloren und wir haben ja dann mittlerweile schon ein halbes Dutzend Szenen gesehen, in denen die einfach mit dem Auto platt gemacht werden oder erschossen werden oder sonst wie. Also die wahre Bedrohung ist eben die Bedrohung davor, sich zu infizieren und eben der Mensch, der durchgedrehte Mensch. Der durchgedrehte Mensch. Ja, aber auch das finde ich tatsächlich wiederum ganz cool, weil wenn die Gruppe, die vier im Taxi, bei sich bleiben würde, dann hätten sie zwar wenig Hoffnung, alles in allem. Und das ist ja auch der Grund, warum Frank dann einen Wutanfall bekommt und ihm der Blutstropfen ins Auge fällt. Aber die vier machen keine dummen Fehler.
Ich glaube, das ist das, was mich an so Sachen wie den Walking Dead halt am meisten gestört hat. Dass die Figuren halt sich ständig so absurd blöde verhalten und immer gegen die Gruppe. Und ich denke mir, sie betonen ständig, dass ihre einzige Chance zu überleben die Gruppe ist. Und dann fällt ihnen nichts Besseres ein als irgendwie internes Gehickhack. Dann denke ich mir, nee, Entschuldigung, aber da würde man sich, glaube ich, dann doch einfach sehr, sehr schnell ganz andere Arten des Zusammenlebens überlegen. Und die vier hier machen es ganz gut vor. Klar, wenn von außen was anderes reinkommt, dann sieht es vielleicht wieder anders aus, ja. Ja, ja. Ich glaube, darüber haben sich eben auch Danny Boyle und Alex Garland eine Menge Gedanken gemacht. Und ich glaube, das ist auch das, was 28 Days Later bis heute so im Negativen noch nachhängt. Vor allem bei der eher Oldschool-Zombie-Horror-Fanboy-Bubble-Crowd, wie auch immer. Das hebt der Eindruck rüberkam, damals wie heute, dass das hier so eine Art Sophisticated Horror ist, der eben Genre-Mechanismen und Archetypen hinterfragt. Und das tut der Film eben zum Teil auch. Ja. Und es ist auch gut so. Und ich möchte sagen, der Film bietet aber auch ganz basale Freuden, ehrlich gesagt, so gerade auf den letzten Metern. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass eben in der letzten halben Stunde alles eskaliert, wie eigentlich in dem schlimmsten Schmuddel-Zombie-Horror und einfach mal Blut durch die Gegend spritzt und Leute abgeschlachtet werden. Und das macht auch wiederum Spaß und hat sich der Film auch durchaus hart erarbeitet in den vorhergehenden 90 Minuten. Klar, ich meine, wenn der infizierte Soldat da irgendwie mal kurz Blut auf einen seiner Kameraden kotzt, das ist schon widerwärtig. Das ist schon widerwärtig. Und ich meine, ein Bajonett quer durch den Bauch zu ziehen, ist eben auch nicht schön. Nein. Selbst wenn man nicht so wahnsinnig viel sieht, muss man ganz ehrlich sagen. Der Film hält sich ja sehr zurück mit Splatter-Effekten. Aber das, was man sieht, ist schon unangenehm. Weil ich hab auch so das Gefühl, es ist eben vielleicht auch, weil es eben keine Zombie-Zombies sind, wirkt das alles noch ein bisschen heftiger. Auch weil er sich eben traut, eben Leichen zu zeigen. Nicht nur zerstückelte Leute oder eben Gekröse, was irgendwo rumliegt, sondern eben Menschen, die dann eben, also wie die Eltern von Jim oder die Leute da in dem Diner, die eben da eine ganze Weile schon rumliegen und ja, einfach. Das ist quasi der Leichendepot auch im Wald, was die Soldaten da auch angerichtet haben. Das sieht eben einfach auch nicht sehr frisch aus mehr und das ist nicht schön. Dann summen da noch ein paar Fliegen rum und so. Und also das ist schon, ich finde es greifbarer. Ich meine, natürlich, ich meine ganz ehrlich, wenn hier in den ersten paar Minuten von Dawn of the Dead da das Wohnhaus geräumt wird und der einer seiner Frau irgendwie die halbe Schulter abbeißt, das ist schon unangenehm. Das ist ein großartiger Effekt und ganz schrecklich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Gewalt und der Horror hier in einem Film wie diesem trifft mich mehr. Ja. Es ist, weil er greifbarer ist, für mich zumindest. Die Szene mit Jims Eltern fand ich auch tatsächlich sehr tragisch, sehr anrührend. Ein bisschen unglaubwürdig, aber sei es drum, dass sie eben so anscheinend eines der wenigen Menschen sind, die nicht irgendwo mitten auf der Straße da verscharrt wurden oder einfach hingeschmissen wurden, sondern in ihren Betten gestorben sind. Aber gut für die beiden, ja. Ja. Auf jeden Fall anrührend. Und tatsächlich an diesem Platz da im Wald, wo sie dann eben Jim hinbringen, um ihn zu töten, wo sie eben mutmaßlich auch schon zuvor reihenweise Zombies exekutiert haben oder vielleicht auch andere Menschen exekutiert haben, von denen man sie gedacht haben, sie, so genau. Man weiß es nicht genau. Das hat auch nochmal so einen Grad an Creepiness, den fand ich auch unglaublich bedrückend. Also das wird eigentlich schon, das steigert sich schon sehr, sehr stark. Ja. Und dann ist eben auch zu dem Zeitpunkt auch die gefühlte Bedrohung durch die Soldaten so groß, dass es mich mit einer gewissen Genugtuung erfüllt, weil dann eben einfach Jim am Ende die Sau rauslassen kann. Nicht, dass es ihm leicht fällt, ne? Er tötet diesen kleinen Jungen und das hat er erstmal mutmaßlich auf ihn überhaupt keinen großen Effekt. Er geht da raus aus dieser Tankstelle und sagt, nee, war nichts, keine Sorge. Aber der Film vergisst das nicht und lässt ihn dann eben später nochmal mit Major West ein Gespräch darüber führen. Und dann merkt man eben doch, es belastet ihn. Ja, und das ist alles schon sehr, sehr smart. Ich glaube auch. Und ich glaube, es ist auch der Moment, wo West merkt, dass er mit Jim nichts anfangen kann, seiner Truppe. Ja. Das ist, genau, er gibt ihm da zwar so eine halbe Chance nochmal, aber er ist einfach nicht der Typ für seine Mannschaft da. Du hast natürlich völlig recht. Ich meine, rein theoretisch könnte da das Massengrab im Wald, es könnten die luftgesprengten und erschossenen Zombies der Vornacht sein. Oder Infizierten der Vornacht sein. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass da noch andere Leute gekommen sind. Ja. Weil
wenn Frank mit seinem Taxi da ankommt, da stehen verschiedene Autos mit Koffern auf dem Dach und so. Na, also wo sind denn die eigentlich alle abgeblieben? Vermutlich da in dem Waldstück. Und das ist ja auch eine sehr unangenehme Vorstellung, weil das muss ja alles schon mal ein paar Tage vorher gewesen sein. Also gehe ich mal davon aus, dass West und seine Truppe recht schnell die moralische Seite gewechselt haben. Das ist auch sehr schön ausgedrückt. Ja. Nicht wahr? Sehr schön formuliert. Die moralische Seite wechseln, so nennt man das ja. Genau, ja. Ja, es ist... Der Film macht so vieles so schön richtig. Und ich finde auch die Reifenwechselszene in dem Tunnel, finde ich auch so unglaublich effektiv, sehr, sehr spannend und unangenehm. Ja. Kurz darauf kippt der Film für mich so ein bisschen, als sie eben über diese Autowracks fahren. Und ich denke mir, naja, wie geht das denn? Also ist das so physikalisch möglich? Aber ich dachte mir wirklich, eigentlich müsste ihm gleich der Reifen platzen. Und wann tut das dann noch? Ja. Na gut, sei es drum, egal. Ich habe auch tatsächlich diese Idee mit dem möglicherweise konservativen Spin da am Anfang, dadurch, dass es eben dann hier Ökoaktivisten sind, die Affen da befreien, auch verworfen, als ich dann eben Major West und seine faschistoide Truppe da sah. Also beziehungsweise er ist die faschistoide, die Faschofigur und alle anderen gehorchen einfach blind. Dass ich mir dachte, ah okay, also dem gegenüber ist eben auch Alex Garland auch nicht wohlgesonnen. Das ist eben auch ein ganz schlimmer Trupp. Ich glaube, der Film hält sich fern von großen politischen Statements, aber das spricht eben schon Bände, dass wir quasi so eine Gruppe Militärs haben, die quasi blind Befehle befolgen, selbst dann, wenn sie mutmaßlich andere Menschen umbringen müssen. Wir erfahren es nicht genau, aber also selbst im Angesicht der Tatsache, dass ihr eigener Vorgesetzter da einen ehemaligen soldatischen Kameraden einsperrt, nachdem er eben infiziert ist, da hier den einen Zombie da gefangen hält, Bab quasi als Anschauungsexperiment. Ja, genau, dachte ich natürlich auch sofort, ja. Da sieht man eben auch schon, Garland kennt einfach seine Genre-Stoffe natürlich. Und das ist auf jeden Fall ein Verweis auf Day of the Dead. Klar. Also spätestens da, muss ich sagen, wollte ich gerade sagen, wäre ich raus, aber ich glaube, die haben auch keine Wahl. Und das ist eben auch interessant, bei den untergebenen Soldaten, bei dem einfachen Fußvolkssoldaten zu beobachten und sich die Frage zu stellen, inwieweit machen die das mit aus Überzeugung und inwiefern einfach nur, weil sie keine Alternative haben. Denn zum Beispiel hier der Typ, der als Koch für die arbeiten muss und das schlechte Omelette serviert, der wirkt nicht besonders glücklich. Der tut mir fast schon ein bisschen leid. Ja. Weil der wirkt wie der immer im Sportunterricht als Letzter gewählt wurde in die Völkerballmannschaft. Ja, deswegen wird ja auch nur Doris genannt. Ja. Und der ist wahrscheinlich einfach keine schlechte Person, sondern einfach jemand, der wahrscheinlich am liebsten zu Jim und Selina sagen würde, nehmt mich bitte mit, lass es weiterfahren. Ja. Aber na gut. Ja. Wenn dich einmal für den Verein gemeldet hast, dann hast du deine Chance verspielt. Mitgefangen, mitgehangen, genau. Wie gefiel dir das Happy Ending? Ich glaube, besser als die anderen Varianten. Ja. Ich weiß nicht. Ich hab kein Problem mit dem Happy Ending. Ich find's in irgendeiner Form verdient. Ich war alle drei der Überlebenden sehr mag und denke, das ist schon schön. Ich habe tatsächlich nicht so ganz verstanden, warum West eben auf Jim schießt. Weil das erschien mir nicht rational, ehrlicherweise. Und es ergab keinen wirklichen Sinn. Zumindest zu dem Zeitpunkt, in dem er sich eben schon in dem Taxi da versteckt. Und das... Wie soll ich sagen? Ich glaube, wenn Jim dann an der Stelle gestorben wäre, wie es das eine Ende ja gerne gesehen hätte, dann hätte ich das für, weiß nicht, grob ungerecht gehalten, alles in einem. Nee, da wäre ich, glaube ich, von dem Film enttäuscht gewesen. Die Storyboard-Geschichte ist interessant, aber eben völlig verquer. Von daher ist das halt die Variante, die ja übrig bleibt und das ist okay für mich. Die Alternativenden finde ich auch eher interessant als denn befriedigend tatsächlich. Ich habe mir die alle angesehen und fand das durchaus einfach mal spannend zu sehen, wie sich der Film hätte weiterentwickeln können. Und tatsächlich, als ich das Ende damals im Kino gesehen habe, aber jetzt eben auch beim Wiedersehen, mir gedacht, da hätte man natürlich auch Jim ganz einfach rausschneiden können, weil ich glaube, die meisten seiner Aufnahmen in den letzten Minuten, als sie dann eben dieses Hello legen mit weißen Tüchern, das ist so
halbe Nahaufnahmen, die da reingeschnitten wurden. Und man konnte sich sehr, sehr gut vorstellen, dass das ganze Szenario auch ohne ihn, also nur mit Selena und Hannah auch sehr gut funktionieren würde. Mhm. Die andere Sache mit der Bluttransfusion, also das sollten wir kurz sagen, also die Storyboard-Sache ist eine, in der quasi der Film eine völlig andere Wandlung nimmt und Frank dann eben zombifiziert wird. Aber tatsächlich der Rest der Gruppe ihn rettet und auf Umwegen eben erfährt, dass eine komplette Bluttransfusion möglich ist und dann eben Jim sein Blut gibt, um Frank zu retten und Jim dann eben wiederum als Zombie, als infizierter Wahnsinniger endet. Hm. Und das ist insofern auch ganz lustig, als dass eben Alex Garland und Danny Boyle das so vertonen und einer liest die Regieanweisung und der andere spricht eben die Figuren und es dann irgendwann heißt, ja, und dann haben wir einfach festgestellt, das funktioniert so nicht. Und wir können nicht irgendwie vorher etablieren, dass man sich durch einen einzigen Blutstropfen infizieren kann und nach 10 Sekunden quasi das sein jetziges Dasein, Geisteszustand, wie auch immer, aufgibt und dann sowas wie eine komplette Bluttransfusion möglich ist. Also dann einfach das komplette Blut im Körper ausgetauscht wird. Ja. Fand ich dann auch ganz süß, ja. Aber cool. Ich meine, gut, dass die Enden drauf sind. Ich freue mich immer über sowas und das ist tatsächlich einfach so ein, auch so ein Bedauernis mit Blick auf die heutige Zeit und deshalb immer weniger Geld auch gesteckt wird in extra, in Bonus-Features auf DVDs und Blu-Rays, dass sowas einfach immer mehr abnimmt und also mittlerweile eben auch viele Filmschaffende, aber vor allem eben auch die Produzenten und Studios dahinter so eine wahnsinnige Kontrolle haben möchte über ihre Stoffe, dass sowas heute zu vielen Filmen gar nicht mehr veröffentlicht wird. Also einfach so mal ein Statement der kreativen Köpfe dahinter, die sagen, wir haben ganz viele Ideen gehabt und einige davon waren richtig blöd und die anderen hätten auch funktioniert und das haben wir verworfen und ich freue mich immer über sowas. Auf jeden Fall, natürlich, ja. Ja, das ist, ich meine, das war ja auch miteinander, und das passt natürlich zu 2002 ganz gut, das war ja mit einer der Gründe, warum unser eins eben damals so unglaublich viele DVDs gekauft hat. Ja. Ne, weil eben genau dieses ganze Hintergrundmaterial so wichtig war und die unterschiedlichen Herangehensweisen, die geschnittenen Szenen, die Kommentare und die Gedanken dahinter, wie wurde so ein Film eigentlich gemacht? Das war eine richtig gehende Revolution damals und ganz, ganz viele Leute sind, glaube ich, auf die Art und Weise näher an Filme rangeführt worden und es ist eben jetzt mittlerweile aus meiner Sicht, und da mag ich jetzt klingen wie ein sehr alter Mann, ja, ist okay. ist jetzt eben wieder so zur Berieselung verkommen und das finde ich auch sehr schade. Ja. Den Film kann man auch ganz schnell auf dem Second Screen gucken, weil so, weiß ich, während man nebenbei in der Reality-Show bei Netflix guckt, weil man muss schon aufpassen. Ich denke auch. Und der Film belohnt einen dafür. Ich bedauere oft, dass Filme, auch technisch gute Filme, über die wir reden, dass man oft einfach die Möglichkeit zur Anteilnahme, zur Empathie für die Figuren fehlt. Und die ist ja absolut gegeben. Und deswegen, der Film hat auch dramaturgische Schwächen. Und wie schon gesagt, ich finde das letzte Drittel im Vergleich schwächer, wenn auch immer noch sehr gut, schwächer als die ersten zwei Drittel oder die ersten zwei Akte, wie auch immer man das nennen mag. Ich glaube nicht, dass der Film so strikt in Akte unterteilen lässt. Mhm. Aber das Wichtigste ist für mich eben, ich bin recht nah an den Figuren dran und ich kann diese ganzen Gefühlsebenen, Bewegungen eben nachvollziehen. Ja. Inklusive der Bösewichte. Und das ist schon echt ein großer Verdienst hier von Alex Garland. Wirklich großartiger Film. Bin sehr, sehr happy, dass wir jetzt mal drüber geredet haben. Ich hatte ihn schon relativ lange auf der Liste, ja. Mhm. Worüber ich auch wahnsinnig gerne rede, zumindest für den anderthalb Minuten, die uns für diesen Werbebreak bleiben, ist Alina Fox, beziehungsweise deine Comics, deine Hörbücher und deine dazugehörige Webseite. Was kriegt man denn da dann? Das freut mich, dass du darüber gerne redest und hörst und ich darf darüber auch gerne reden und dann muss man mir dabei zuhören. Ja. Nämlich meine Webseite alinafox.de ist der Ort, an dem man sich meine Comics angucken kann oder zumindest einige Auszüge, ein paar Preview-Seiten. Man kann ein bisschen was lesen zu den Figuren, die darin auftauchen. Und man kann natürlich diese Comics auch bestellen und mich damit in meiner Arbeit unterstützen, was ich sehr, sehr gerne habe und mich immer ganz lieb und artig und brav bedanke, immer noch eine kleine Zeichner zumache und meinen Namen draufschreibe, damit ich nicht vergesse. Man kann also eben Einzelhefte, man kann auch, naja, mein Sammelband kann man immer noch nicht bestellen, aber man kann andere Büchlein zumindest bestellen und man kann natürlich auch die CDs bestellen, die Hörspiele, die mit richtig guten Sprechern damals aufgenommen wurden. Wie gesagt, ich freue mich sehr über die Unterstützung und schicke gerne Sachen raus. Yes. Unterstützt Daniel bei seiner Kunst, in seiner Kunst, mit seiner Kunst, durch den Kauf seiner Kunst und unterstützt uns gerne beide durch eine Partnerschaft für das Bahnhofskino unter patreon.com/bahnhofskino. Damit fördert ihr nicht nur dieses Format, sondern eben auch alle anderen, die am Bahnhofskino dranhängen und ermöglicht uns einfach inhaltlich völlig unabhängig jede Woche über die Filme zu sprechen, über die ihr uns hoffentlich auch gerne sprechen hört. Des Weiteren kauft gerne mal ein Buch, Trauma TV, Grusel vor der Glotze, immer noch im Handel erhältlich. Wer weiß, wie lange noch.
Eigentlich noch ziemlich lange. Das nächste Weihnachtsfest, der nächste Geburtstag, die nächste Gelegenheit zum sich selber checken kommt bestimmt. So. Genau. Wir sprechen über Splice, das Genexperiment. Nominell ja. Ein Film aus dem Jahre 2009, aber auch nur, weil er beim Fantasy Film Festival, glaube ich, nennt man das Fantasy Film Festival wahrscheinlich nicht, beim Filmfestival in Sitges, in Frankreich gestartet ist. prämierte im Herbst 2009, aber im Rest der Welt erst 2010 anlief, so auch in Deutschland. Das war eben auch der Sommer, in dem ich ihn im Kino gesehen habe. Die Hauptrollen spielen Adrian Brody, Sarah Polley und Delphine Chaniak. Ich nehme an, so spricht man ihren Namen aus. Würde ich dazu sagen, ja. Ja. Unter der Regie von Vincenzo Natali, den wir ja beide sehr mögen, ein verdienter Genre-Regisseur, der sich immer mit klein budgetierten, aber doch meist recht kreativen Genres, Science-Fiction-Horrorstoffen beliebt und bekannt gemacht hat. Ja, über Cube haben wir, es ist gar nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben. Ne, über Cube haben wir vor einiger Zeit gesprochen und vor 2 Jahren habe ich eben auch mit einem lieben Gast über Cypher gesprochen. Also Vincenzo Natali mittlerweile eben sehr umtriebig, vor allem im Fernsehen. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, damit lässt sich einfach zum ersten Mal in seinem Leben richtig Geld verdienen. Und er ist ganz happy darüber. Na? Weil seine Filme waren immer so mit Mühe und Not, dass irgendwie Geld für den nächsten Film zusammengekratzt und dann wieder gefloppt und dann wieder 3 Jahre auf die Suche begeben. So, nach Finanziers. Ich weiß nicht, wie kommerziell erfolgreich dieser Film hier war. Es ist eine französisch-kanadische Co-Produktion, ein Science-Fiction-Horror-Body-Horror-Film im weitesten Sinne mit einem damals relativ großen Star. Ich glaube, auch heute ist Adrian Brody immer noch ein mittelgroßer Star, aber damals erst ein paar Jahre nach seinem Oscar-Gewinn für Der Pianist. Auf jeden Fall, glaube ich, schon mal so ein dicker Fisch im Netz von Natali. Und die OFDB Inhaltsangabe lautet folgendermaßen. Geschrieben hat sie Moonshade und sie ist relativ lang. Mal gucken, natürlich, wie weit ich komme. Sie sind die jungen Wilden. Clive, gespielt von Adrian Brody, und Elsa, gespielt von Sarah Polley, sind die Oberklasse im Bereich des Gensplicings, bei dem sie die Gene verschiedenster Tierarten neu zusammensetzen und damit neue Lebensformen erschaffen. Ihr Arbeitgeber, eine Pharmafirma, erwartet jedoch verwertbare Resultate, doch ihre neuesten Schöpfungen, Ginger und Fred, zwei klumpenförmige Wesen, sehr schön, geben Anlass zu großen Erwartungen. Der Forschungs der Wissenschaft, das auch mit Menschen Genen zu versuchen, um Krankheiten heilen zu können, trifft jedoch auf Widerstand. Also basteln sie nebenbei an der Idee weiter, bis sie eine passende Kombination aus Genen gewonnen haben, obwohl sie, obwohl sie sich nicht einig sind, lassen sie das neue Wesen im Labor wachsen, ohne dass jemand davon erfährt. Doch das Machbarkeitsprinzip gerät bei der Geburt in Gefahr, denn plötzlich ist man sich nicht mehr einig, ob man das Wesen, eine Chimäre mit menschlichen Teilen, töten darf oder soll. Notgedrungen fangen sie an, als Ersatzeltern das rasant wachsende Wesen aufzuziehen, das immer menschlicher aussieht, und schließlich Dren nennen. Delphine Chaniak spielt die. Dren, die umgekehrte Lesart von Nerd, glaube ich, genau. Ja, genau. Ja. So heißt auch das Forschungslabor, in dem sie arbeitet. Was ich süß fand, ja. Ihre elterliche Verbindung zu dem Wesen, also Dren, wird immer komplizierter, denn Dren zeigt einerseits immer neue Facetten ihrer Wesenheit und wird andererseits sowohl rebellisch als auch geschlechtsreif. Das war's. Ich habe den damals im Kino gesehen. Okay. Hab meine Frau, damals noch nicht meine Frau, mitgeschleppt, war im zweiten Jahr unserer Beziehung. Das war doch so die Phase, in der ich sagen konnte, hey, kennst du Vincenzo Natali? Nö. Interessiert er dich? Nö. Kommst du mit ins Kino? Ja, ist es wieder einer deiner Filme? Ja, sage ich. Und dann haben wir uns den angeguckt. Und ich glaube, ich bin mehr Begeisterung als sie. Wie hat er dir denn gefallen? Das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich kann mich ehrlicherweise wirklich nicht so richtig entscheiden. Er hat mir nicht gefallen. Mhm. Richtig gut fand ich ihn nicht. Ja. Ich finde, er hat ganz fantastische Ansätze. Mhm. Ich glaube, er macht ein paar Fehler und etliche Sprünge, die mir nicht gefallen. Und ich glaube, er führt mich sehr häufig auf falsche Fährten, dafür aber relativ lang. Und das soll ja kein Ausschlusskriterium sein, das kann ja auch sehr positiv sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da so kongruent ist, alles in allem. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich der Film einfach übernimmt in all seinen Facetten. Mhm. So. Und die kriegt er meiner Meinung nach auch bis zum Schluss nicht so richtig zusammen. Ich fand ihn nicht unspannend, ich fand ihn nicht uninteressant, ich fand nicht mal, dass er übertriebene Längen hatte oder irgendwas. Ich fand ihn alles in allem etwas unausgeglichen, glaube ich. Und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich mit all seinen Aussagen, wechselnden Aussagen, immer so d'accord bin. Schwierig, ein ganz schwieriger Film für mich.
Wenn du es so beschreibst, möchte ich dir beipflichten, ehrlich gesagt. Dabei mag ich den Film sehr, sehr gerne. Aber ich gebe zu, er hat auf einer dramaturgischen Ebene Probleme oder er hat Schwächen. So möchte ich es ausdrücken. Denn genau wie du fühle ich mich blendend unterhalten. Der Film ist jetzt mit 100 Minuten nicht wahnsinnig lang. Er sollte auch nicht länger sein. Er könnte tatsächlich theoretisch auch sogar noch kürzer sein. Hätte man ein, zwei Figuren und Nebenhandlung rausgestrichen, die nicht wirklich viel zum Gesamteindruck positiv beitragen. Mhm. Aber ja, alles in allem, ich mag ihn sehr gerne. Zum allerersten, deswegen, weil er mir Adrian Brody so ein bisschen versüßt hat, ein Schauspieler, den ich nicht besonders gerne sehe. Ich finde die meisten seiner schauspielerischen Leistungen sehr, sehr manieriert und mühsam. Ich finde es anstrengend, ihm am Schauspieler zuzusehen. Ja. Und es begann tatsächlich schon mit dem Pianisten. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen an ihn gewöhnt oder mit seinen Schauspielleistungen angefreundet. Im Laufe der Jahre mache ich mittlerweile auch so ein bisschen lieber, aber in der Phase, aber meine Güte, es ist total in Ordnung. Ich mag ihn ganz gerne. Ja. Also ich meine, ja, also ich glaube, ich mag Adrian Brody grundsätzlich lieber als du, würde ich denken. Aber ich finde auch, ich frage mich, ob er in all den Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, immer so richtig besetzt ist. Mhm. Also ich hätte ihn einfach beim besten Willen, glaube ich, nicht in Predator sehen wollen. Ich wollte ihn doch damals als Actionheld nicht in King Kong sehen. Ich glaube, immer wenn er als Actionheld besetzt wird, denke ich mir, ouch. Nein. Ja, passt nicht so, ne? Wobei wir vermutlich einfach mal über Predators reden sollten. Aus der Reihe haben wir noch ein paar. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon relativ viel gemacht. Eigentlich sollten wir das auch mal beenden. Also der neue ist ja gut. Ich glaube, wir haben über die ersten beiden und wir haben über die Aliens-Geschichten. Versus Predator und dann fehlt eben noch Predators, The Predator und Prey. Also drei fehlen uns noch, ja. Und einer davon ist richtig gut. Ich meine, ich mag ihn zum Beispiel wahnsinnig gerne in Hollywoodland. Mhm. Der ist ziemlich gut, der Film. Aber ich habe immer das Gefühl, er ist so richtiger Slowburn. Mhm. In fast jedem Film, in dem er auftaucht, habe ich immer so das Gefühl, der braucht aber auch immer eine Dreiviertelstunde, um so in die Gänge zu kommen. Ja, also tatsächlich. Er als Schauspieler, aber auch der Film, in dem er sich gerade befindet. Mhm. Ich weiß nicht warum, er ist irgendwie der König des Ausdehnens. Mhm. Das ging mir auch bei Grand Budapest Hotel so und das ging mir bei fast allem, was ich mit ihm gesehen habe. Und ich dachte, komm doch mal zu Potte, Junge. Aber Grand Budapest Hotel, meiner Meinung nach, mangelt es an einigen, aber nicht an Tempo. Du meinst aber in den Steven Adrian Brody fährt der Film dann runter. Ja. Okay. Tempo. Ja. Ich gebe dir recht. Ja. Nein, aber ich finde wirklich, er kommt nicht aus dem Knick, der junge Mann. Okay. Das ist zumindest ein persönlicher Eindruck bei mir einfach. Und das hatte ich hier halt eben auch. Das ist so, Mann, Clive, entscheid dich doch mal. Komm, mach doch mal hin. Furchtbar. Und dann, dass er und sein Bruder irgendwie auch irgendwie so die Severus Snape Gedenkfrisuren da irgendwie zur Schau tragen, fand ich auch jetzt nicht so hübsch. Ich will, ja, das habe ich auch noch als Gedanke. Aber das ist ja nur Makulatur. Ich glaube, meine Probleme mit dem Film beginnen schon sehr früh und halten auch dauerhaft an. Und das liegt eben genau an dem, was ich vorhin versucht habe, so grob zu umschreiben, weil eben ich habe so das Gefühl, der Film ändert eben so permanent seine Perspektive und eben auch seine Sympathien. Mhm. Und seine Aussagen und kommt auch damit nicht so richtig zu Rande. Ja, okay. Ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich relativ schnell einig, was die Kritikpunkte betrifft, weil ich sehe die auch und jetzt auch mit einem etwas analytischeren Blick sind mir die doch mal bewusster geworden. Ich habe den Film mittlerweile jetzt zum vierten Mal gesehen und mir die ersten drei Male herzlich wenig Gedanken darüber gemacht, was es dem an dem Film zu kritteln gäbe, weil ich ihn einfach alles in allem sehr gerne mag. Mhm. Aber das eben vor allem für 4, 5 wirklich exzessiv coole Momente, wo eben alles eskaliert, wie zum Beispiel diese Präsentation vor der versammelten Wissenschaft von irgendwelchen PR-Leuten, wo sie quasi die Ergebnisse ihrer Forschung präsentieren wollen und das Ganze endet mit einem komplett blutbesudelten Publikum oder die relativ späte, aber umso schockierendere Sexszene zwischen Adrian Brody und seinem quasi als Tochter adoptierten genetischen Experiment, das war einfach ein Schocker tatsächlich. Ja, also ich habe mich gewundert, dass ein Mainstream-Film im weitesten Sinne Mainstream mir solche Szenen zeigt, weil ich den Film bis zu diesem Zeitpunkt für, also immer wieder im Gefühl gewogen werde, naja, der Film ist ja vergleichsweise harmlos und da wird jetzt schon nichts Schlimmes passieren und am Ende siegt die Wissenschaft. Ja. Aber das mit der Wissenschaft ist ja gleich der erste Punkt. Der Film beginnt und ich habe so das Gefühl,
Ah, das ist so ein Hybris-Ding schon wieder. Mhm. So die gottspielenden Wissenschaftler. Und so die ersten paar Minuten, wo es halt vor allem hier um hier Fred und Ginger geht, ja, habe ich eben die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, ach Mann, können wir nicht mal wieder irgendwie mal einen anderen Blick haben auf Wissenschaftler? Es ist irgendwie, ist auch echt langweilig. Ja. Es ist immer dasselbe. Immer gibt es irgendwelche Figuren in solchen Filmen, die sich halt über die Regeln stellen und dann irgendwie, keine Ahnung, was Grausames schafft. Das ist halt Frankenstein so. Hm. So, aber der Film schlägt ja sehr schnell eine ganz andere Richtung. Und dann dachte ich mir, ah, okay, gut, ne, dann habe ich mich geirrt. Es ist in Ordnung. Aber der Film kommt ja da in die Richtung auch irgendwie wieder zurück, aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Und dann auf einmal, dann haben wir eben hier Clive, also gespielt von Adrian Brody, eben als gewalttätige quasi Vaterfigur, die, wo ich irgendwie auch dachte, irgendwie, na, muss das jetzt nun sein? Also warum muss er jetzt nun? Also warum, fand ich ja auch so abgedroschen irgendwie. Mhm. Klar, dass die quasi Mutter des haarlosen Kaninchens ohne Ohren, die ist natürlich super verständnisvoll und liebevoll und will dieses Eraserhead-Baby da aufziehen und er, der quasi Vater, will es dann irgendwie vergasen und dann haben wir es auch eine Nummer kleiner, dachte ich so bei mir. Und auf einmal ändert sich das eben auch und wie auf einmal hat Clive dann halt den besseren Draht zu dem Mädchen und Elsa ist irgendwie eifersüchtig oder irgendwas in der Richtung und da kriegen wir aber auch noch gleichzeitig dann wieder mit, ja, und außerdem hat Elsa sowieso Probleme irgendwie mit ihrer eigenen Mutterrolle und mit der Rolle ihrer eigenen Mutter und ja, dann wird es auch noch psychologisch. Das sind so die Haken, die der Film schlägt, bei denen ich irgendwie so dachte, was genau wollt ihr mir hier eigentlich gerade sagen und wisst ihr es eigentlich selber? Und das störte mich halt schon so ein kleines bisschen, was aber glücklicherweise nicht darüber hinwegtäuschte, dass eben die Szenen an sich ja durchaus sehr spannend und sehr, sehr, sehr gut präsentiert sind. Ja. Na, also ich blieb ja immer am Ball. Was ich jetzt gerade versucht habe, als Kritikpunkte zu erwähnen, waren eher so Sachen, die mir so im Hinterkopf irgendwie rumschwirrten, während ich das guckte und versuchte rauszufinden, wohin der Film geht. Und das ist natürlich auch durchaus ein Vorteil des Films. Ich habe es ja nie rausgefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Film ist sehr gut darin, etwas vorzubereiten, bei dem ich mit den Augen rolle und dann was ganz anderes zu machen. Und das finde ich schon wieder richtig gut. Die Unvorhersehbarkeit des Films ist tatsächlich eine Stärke und deswegen jetzt auch zum allerletzten Mal, wahrscheinlich viel zu spät im Gespräch, jetzt mal eine Spoilerwarnung für die paar Menschen, die uns zuhören und den Film nicht gesehen haben. Meiner Meinung nach sollte man den gucken, also tut das gerne. Falls nicht, lasst es eben und hört uns weiter zu, wie auch immer. Lasst euch den Film kaputt spoilern. Unvorhersehbarkeit finde ich tatsächlich eine Stärke. Ich kann keinen der von dir genannten Kritikpunkte in Frage stellen oder wegreden tatsächlich, weil die sind alle da. Die Figurenzeichnung ist wirklich grottig. Also was so die Nachvollziehbarkeit der Handlung des Ensembles betrifft, geht gar nicht. Da werden eben Menschen zum Sympathieträger und wieder zwei Minuten später zu Quasi-Schurken umgeschrieben. Ja. In einer Szene sollen wir wahnsinnig Mitgefühl mit Elsa, der von Sarah Polley gespielten Figur, haben. Und dann wiederum ist sie quasi so das Feindbild, das es hier zu bekämpfen gilt. Genauso aber eben auch mit Clive. Jetzt habe ich ein Bindewort gemacht aus Dran und Clive. Mit Clive und Dran, bei denen wir eben auch nie wissen, woran wir sind. Bei Dran ist es ja eine feine Sache. Und das ist ja tatsächlich auch, das ist ja quasi auch Teil des Konzepts, dass wir bis zum bitteren Ende nichts wirklich von ihr vorausahnen können. In welche Richtung wird sie sich entwickeln? Was wird sie als nächstes tun? Welches Geschlecht hat sie eigentlich? Also wirklich auch bis in allerletzte Konsequenz ist sie eine komplett unvorhersehbare Entität in diesem Film. Und das ist der große Pluspunkt für mich, die sorgt eben für Überraschungseffekte um Überraschungseffekte. Das ist richtig toll. Ja. Bei den menschlichen Figuren kommt diese Sache mit dem, bin mal gespannt, was sie in der nächsten Szene machen, nicht ganz so gut, weil es natürlich, weil du komplett recht hast, man steht immer so ein bisschen außen vor und fragt sich, hä? Sollte uns jetzt diese Szene irgendwas sagen oder ist es wieder nur eine weitere fixe Idee, die Natalie hatte und seine Co-Autorin, die dann wiederum verworfen wird 3 Minuten später? Und ja, das ist leider so. Ich hatte so ein bisschen jetzt auch beim etwas kritischeren Draufblick das Gefühl, Natalie hat einfach eine
ein Dutzend gute Ideen gehabt für verschiedene Setpieces, Dinge, die er sehen wollte, mal umgesetzt sehen wollte, die auch tricktechnisch hervorragend, finde ich, gemacht sind. Also dafür, dass der Film auch schon 15 Jahre auf dem Buckel hat, nämlich die Wahrhaftigkeit, schlicht die Wahrhaftigkeit der Kreatur, so wie sie, wir sie sehen, als auch überwiegend oder komplett oder zum Teil computeranimiert, nie in Frage. Aber er versucht das eben in ein menschliches Drama einzubetten, was nicht so richtig schlüssig ist. Ja, ich glaube, sie haben versucht, eine Vielschichtigkeit der Charaktere zu schaffen. Und das ist ja durchaus erstmal löblich, ne? Also zu sagen, wie die Figuren sind nicht fertig geformt, wenn wir sie das erste Mal sehen, sondern da lauert noch was im Hintergrund und da gibt es eben einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Also, nehmen wir mal Clive und sagen, der ist halt erst lernen wir ihn kennen als mehr oder weniger mit seiner Arbeit verheiratet, dann kriegen wir mit, ach Mensch, nee, der ist ja mit seiner Laborpartnerin liiert und eigentlich will er auch mit ihr eine Familie gründen. Sind große Manga-Fans anscheinend. Auch das noch, ja. Und dann, wenn dann eben die Kreatur da ist, kommt dann irgendwie so eine Art Gewissen durch und dann letztendlich, wenn die Kreatur größer wird, dann entwickelt er eben elterliche Gefühle und kann sich irgendwie besser um seine Quasi-Tochter kümmern, bis dann irgendwann die Pheromone da irgendwie zuschlagen und dann geht's in eine ganz arge Richtung. Damit muss er irgendwie auch erstmal klarkommen und all das. Aber ich glaube, sie verwechseln halt den Überraschungsmoment, den sie hier ausprobieren von Szene zu Szene, eben wirklich mit einer Vielschichtigkeit des Charakters. Und bei Elsa ist es, glaube ich, finde ich persönlich sogar noch ein Zacken schärfer und schlimmer, weil sie eben sehr lange in dem Film sehr gleichförmig reduziert wird auf im Prinzip so was Ähnliches wie eine Mutterfigur. Eigentlich schon in dem Moment, in dem hier Fred, das ist ja der zweite Klumpen, der da erschaffen wird, auftaucht und sie ihn da so im Arm hält und so, über eben das kleine Hobbs-Baby da und das kleine Mädchen, das und dann aber sobald eben Dren eben so was Ähnliches wie eine Pubertät hat, innerhalb von wenigen Wochen, schlägt es dann um und dann wird sie wirklich zur Schurkin, wenn man so möchte. Und dann eher aus Frust, ob der Geschlechtsreife vermutlich ihrer Quasi-Tochter. So deute ich das zumindest, fängt sie dann an, sie da irgendwie auf diesem Tisch da festzuschneiden und zu demütigen und zu verstümmeln. Genau, wollte gerade sagen, Körperteile zu amputieren. Richtig. Giftstaffel unter. Aber vorher eben, indem sie da entkleidet, eben auch noch eben zu demütigen. Halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Das deckt sich eben auch irgendwie überhaupt nicht. Das wird nicht mal abgedeckt, wollte ich sagen, durch diese Sob-Story, die sie da eben erzählen über ihre Mutter, der Hof da gehört hat. Und letztendlich eben, wenn sich das eben auf den dramatischen Showdown zubewegt, weiß ich überhaupt nicht mehr, woran ich bei der Figur bin, weil es ist eben einfach nicht stringent. Ich gebe zu, selbst als Fan des Films, und ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne, also ich möchte das auch jetzt gar nicht kleinreden, ich finde, das ist ein hervorragender Film und für mich wahrscheinlich einer Top 3 Natalie-Filme auf jeden Fall, aber auch grundsätzlich für mich einer der gelungensten Genrefilme der letzten 20 Jahre, zumindest die ich im Kino gesehen habe. Nicht so gut wie 28 Days Later, aber bemerkenswert. Eben für vor allem die Schockmomente, für die Momente der Eskalation, der Grenzüberschreitung, einfach weil natürlich. Ich sowas, also sagen wir mal irgendwie Oscar-Preisträger Adrian Brody in solchen Szenen noch nicht gesehen habe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dieses ganze menschliche Drama dahinter gerät irgendwann an seine Grenzen und eben auch darüber hinaus, also kann da nicht mithalten. Und für mich ist auch der Punkt tatsächlich erreicht, indem ich damals hier heute da sitze und denke, naja, komm, also da kommst du aber nicht so einfach wieder raus. Das ist eben der, in dem quasi Adrian Brodys Figur Clive von seiner zu dem Zeitpunkt noch Tochter, später dann Sohn, überrumpelt wird und quasi zum Sex verführt wird. Und eben Adrian Brody sich dadurch nicht mal mehr wehrt, weil wir sehen eben später noch eine zweite, eine Vergewaltigungsszene, wie dann eben quasi sie
nach der Geschlechtsumkehr quasi ihre Mutter vergewaltigt, die Gentochter, jetzt Sohn, aber die Mutter sich dem eben nicht fügt, sondern sich erwehrt, aber wohingegen eben Adrian Brody als Clive sagt, oh ja, ich mach mal mit. So. Ja, sehr verkürzt und flapsig ausgedrückt. Und ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Nee, überhaupt nicht. Stattdessen sehen wir eben 3 Minuten später eine Szene, in dem sie eben gemeinsam am Apartment wieder aufeinandertreffen und es gibt so kurz Unterredung so von wegen, ja, das war vielleicht nicht so eine gute Idee, ja doch. Okay, komm, nicht vergeben und vergessen, aber da können wir doch was gegen tun. Lass uns einfach irgendwie aus dem Weg schaffen und dann reden wir einfach nicht mehr drüber. Ja, so in etwa. Ja, aber ich finde, natürlich, die Grenzüberschreitungen, die sind sehr gelungen. Ich glaube, ich habe sowas aber auch, also außerhalb japanischen Kinos oder von Cronenberg auch so noch nicht gesehen. und keine Angst vor der Katze umzubringen, die wirklich niedlich ist. Also, ja, die machen auch die wenigsten Filme. Ja. Macht man ja auch nicht. Ich fand das Baby sehr nachvollziehbar babyhaft. Ich fand tatsächlich, also du sagst, es ist so, diese Mutterrollensache ist eben schwierig. Ich glaube auch tatsächlich in Bezug auf Elsa, sie ist hauptsächlich dafür da, um quasi so diesen, also Twist möchte ich es nicht nennen, weil es ist jetzt irgendwie dann schon erwartbar ab einem gewissen Punkt, aber es ist halt ich glaube, es soll einfach ein schockierendes oder sehr überraschendes Ende sein und das soll das eben vorbereiten. Mhm. Ich verstehe aber ihre mütterlichen Gefühle bei Angesicht des Babys, weil das ist eben schon so wie ein echtes Baby. Es ist laut, es stinkt, es kotzt und wir erinnern uns alle daran. Natürlich, ja klar. Und ich meine, das Creature-Design ist ja auch ganz putzig. Ja, total. Ja. Also, es ist eben wirklich überzeugend tatsächlich. Ja, also ich stelle das nie in Frage. Ja, total. Aber ich meinte halt ihre Rolle gerade im Rahmen halt dieses wissenschaftlichen Ansatzes, den der Film am Anfang sich geriert. Das finde ich halt schwierig, sie halt darauf zu reduzieren. Natürlich, ich meine, wenn dann eben Fred und Ginger auf einmal ihre Stachel ausfahren und sich da irgendwie zerhacken, das ist schon heftig. Und der Film treibt es halt immer noch ein Stückchen weiter, ne? Bis dann irgendwann der Tank umfällt und sehr irr. Ich finde das eine komplett absurde Idee und ich frage mich eben, ob Vincenzo Natali und seine Co-Autoren da irgendwie auch so ein bisschen den Schalk im Nacken hatten, weil es gibt ja immer so, das ist ja auch der wahrscheinlich wichtigste Nebenhandlungsstrang ist eben, dass sie quasi diese Erfindung oder diese Enzyme, diese Proteine, die sie aus diesem Wesen extrahieren können, gewinnbringend verkaufen wollen an die Pharmaindustrie oder selber für das eigene Pharmaindustrie-Unternehmen, was quasi da ihre Wissenschaft sponsert. Und da gibt es aber immer diesen PR-Fuzzi oder wer auch immer, diesen Pharma-Manager, der immer PR-Veranstaltungen auf die Beine stellen will. Und das geht eben komplett vor die Hunde. Und da habe ich mich schon gefragt, kann man das überhaupt ohne Augenzwinkern so betrachten? Weil es ist doch vollkommen offensichtlich, dass das, was die da machen, komplett unethisch, unmoralisch ist und höchst risikoreich. Und dass man natürlich nicht irgendwie zwei, die haben Ginger und Fred, diese beiden Klumpen, noch niemals offenbar in gemeinsamen Tank gesteckt und nehmen einfach diese PR-Veranstaltung, wo 500 Schlips und Anzug- und Hosenanzugträgerinnen im Publikum sitzen, als gute Gelegenheit dafür, das zum ersten Mal auszuprobieren, vor dem Live-Publikum. Ja. Und das eskaliert natürlich und am Ende haben wir irgendwie riesigen Blutschwall in der Menschenmenge. Ich musste ganz spontan und da musste ich doch sehr lachen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich musste vor allem an die Vorführung von Ed 209 denken. Ja, sehr schön, ja. Also auch die Reaktion von dieser Pharmakonzern-Vorsitzenden mit dem französischen Akzent und eben diesem PR-Fuzzi oder was auch immer ist. Ja, dieses resignierte Facepalming, da musste ich halt dann doch sehr an den Old Man denken. Ja, ja. Am Ende der Tafel. Wir haben auch so einen Alien-Moment, als hier zum allerersten Mal hier der kleine Club, der später Dran wird, entkommt da im Labor und sie ist eingesperrt quasi. Natürlich, klar, das ist wie der Facehugger, der von hier... Ripley. Ja, der Ripley angreift, weil hier Mad About You, wie hieß er noch gleich? Ach, Paul Reiser. Paul Reiser, genau. Paul Reiser sperrt doch den Facehugger zu Newt und Ripley. Ja. Jetzt sagen wir mal so, aber der Film schafft es eben trotz der Sequenzen, die mich an andere Dinge erinnern, mich ja trotzdem zu schockieren oder zumindest zu überraschen. Mhm. Also alleine, wenn Dran dann auf einmal diese Federn an den Armen und auf dem Rücken hat und sowas, das ist irgendwie, wo kommt sowas her auf einmal? Mhm. Ja, also der Film bietet einfach echt was fürs Auge. Mhm. Er ist,
ich glaube, das ist das maßgebliche Kriterium, aufgrund dessen ich mich so ein bisschen schockverliebt habe damals in den Film und diese Liebe immer noch nicht erloschen ist. Er ist eben schockierend, er ist überraschend, er bietet mir eben Sachen, die ich in diesem Film, in dieser Art von Kino, was für Natalie-Verhältnisse relativ hochbudgetiert ist und wirklich auch eben auch mit großen Stars besetzt ist, einfach nicht erwartet hätte. Da sind so 3, 4, 5 transgressive Momente drin, die ich einfach in einem Film von anderen Filmschaffenden vielleicht erahnt hätte, dass da was kommt, aber hier nicht. Ich dachte, das wäre eine viel, viel harmlosere Nummer. Ja. Und daran kann mich eben immer noch erfreuen. Ich bin mir auch hier und da nicht ganz so sicher, worauf er hinaus wollte. Man hätte einige Figuren und Nebenhandlungsstränge streichen können. Wobei, dann wäre eben auch ein, zwei humoristische Szenen auf der Strecke geblieben. Und man musste wahrscheinlich eben auch, weil es eine französisch-kanadische Koproduktion war, wahrscheinlich auch einfach ein paar kanadische Schauspieler besetzen, damit man eben die Fördergelder kriegt. Und da hat man eben gesagt, okay, schreiben wir noch ein paar Rollen rein. Ich frage mich bis auch jetzt hier beim vierten Wiedersehen, warum wir diesen Bruder hier von Clive haben, der nichts Maßgebliches zur Story beiträgt. Und lustig eben auch, dass du seine Frisur ansprachst, weil ich finde die auch hochgradig lächerlich. Es ist so ein bisschen so, als hätte man zwei Menschen gecastet und dann festgestellt, die haben keine Chemie und auch wirklich optisch nichts gemeinsam. Komm, lass uns zum einen mal die Perücke aufsetzen, das sah ein bisschen aussieht wie Adrian Brody. Es ist hochgradig albern. Aber gut, es ist da und ich hätte Spaß, jetzt auch wieder mal. Also ich muss sagen, ich werde mir den Film wahrscheinlich in 3, 4 Jahren wieder angucken. Das ist für mich ein ewiger Go-To-Film, den ich mir immer wieder reinziehen kann, okay, wenn mir langweilig ist. Ja. Und ich einfach gut 90 Minuten gut unterhalten werden möchte. Aber er bietet weniger fürs Hirn, als sich, glaube ich, mancher Mensch erhofft von dieser Art von Stoff. Da bin ich mir, also bei der letzten Aussage bin ich mir etwas unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstens, ich glaube nicht, dass ich mir so bald wieder angucke. Das habe ich rausgehört, ja. Nee, ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn, wie er an einigen Stellen echt gelungen deswegen sage ich halt, ich möchte gar nicht sagen, dass ich ihn schlecht finde, ich möchte aber auch nicht sagen, dass ich ihn gut finde, aber ich denke, dass er viele Dinge sehr richtig macht. So, gerade im Effektbereich und gerade auch im Schock, für den Schockfaktor. Ich glaube ja tatsächlich, und das war, glaube ich, mein mehrfacher Versuch, ich glaube, er möchte gerne was fürs Hirn sein. Und er bietet auch eine ganze Menge an. Und ich glaube, wenn man noch mehr Energie reinsteckt, dann kann man das auch alles miteinander verbinden. Aber mir fehlt so ein bisschen die Kraft dafür, weil ich persönlich zumindest nicht sehr angetan bin eben von den Ansätzen, die er präsentiert, nur um sie dann halt ein paar Szenen später wieder zu negieren. Nochmal, ich find's, du hast vorhin gesagt, dass der Überraschungsmoment eine große Stärke des Films ist. Und dem gebe ich absolut recht, so sehe ich das auch. Aber er macht es halt an allen Stellen, inklusive der Charakterzeichnung. Und da scheitert er leider, meiner Meinung nach. Aber er hat genug Ansätze. Die Ansätze, das sind nicht meine, aber ich glaube, es ist ehrenhaft, diese Ansätze zu haben. Er macht bloß so wenig draus. Oder er ist halt einfach nicht konsequent genug, sie dann halt so einzusetzen, dass am Ende ein stimmiges Gesamtbild bei rauskommt. Wer weiß, ich meine, es gibt ja auch Filme dieser Art, die, ohne dass ich es mir vorgenommen habe, dann irgendwie so ohne Miete zu zahlen in meinem Kopf wohnen. Und dann muss ich es mir doch nochmal angucken und mir neue Gedanken darüber machen. Was dann meistens so ein Moment ist für eine Bonus-Episode bei uns. Also von daher. Ich würde das gerne so stehen lassen, weil im Grunde, ich glaube, mit dem etwas kritischeren oder negativen, also ich nenne das mal wohlwollend, kritischeren Spin drückst du auch das aus, was ich auch beim Wiedersehen empfunden habe. Ich sehe all die Schwächen, ich glaube, ich gewichte sie einfach weniger stark als du. Und wie gesagt, in meinem Kopf lebt der Film eben schon 15 Jahre mietfrei und ich kann mich damals an den Kinobesuch erinnern und es ist es gibt Kinobesuche, an die ich mich einfach gerne erinnere, weil ich einfach wahnsinnig viel Spaß daran hatte und auch diese Assoziationen ich nie mehr aus meinen Hirnwindungen rauskriegen werde. Ja, klar. Ich glaube, der legendärste Kinobesuch meines Lebens war der von Starship Troopers und wir hatten so viel Spaß und das war irgendwie mit meinen Schulfreunden kurz vorm Abi und es war eine der schönsten Kinonächte meines Lebens und ich kann bis zu heute Starship Troopers, der unabhängig davon auch ein hervorragender Film ist, nicht gucken, ohne einfach an diese fantastische Nacht zu denken. So. Oh, das ist und ähnlich geht es mit Splice. Ja. Ich denke an meine Frau und mich, wie wir im Kino sitzen und sie sitzt die ganze Zeit neben mir und krümmt sich und ich lache mich schlapp und sie sagt, was hast du mir hier nur angetan?
Ich persönlich bin froh, dass sie dann trotzdem deine Frau geworden ist. Ja, vielleicht gerade deswegen. Oh ja, das sie wollte mich auch retten. ja, ich glaube, der Podcast hier, den wir jetzt im 12. Jahr machen, 13. Jahr? Das ist das 13. Jahr, ja. Das genau. Kalendarische 13. Jahr. Der ist ein guter Beweis dafür, dass es ihr nicht gelungen ist. Okay. ich persönlich bin dafür sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar für die Filme, die wir nächste Woche machen. Absolut, denn wir hatten Spaß diese Woche. Ne? Dann haben wir uns einfach gedacht, was haben wir uns denn gedacht? Wenn wir hier schon Spaß hatten, dann können wir nächste Woche eigentlich wieder Spaß haben. Und machen wir genau da weiter, wo wir jetzt hier heute aufhören. Ich meine, so eine richtige Reihe ist es ja sowieso nicht, aber wir machen trotzdem, wir machen gleich die Fortsetzung. Wir reden nächste Woche über 28 Weeks Later. Von Juan Carlos Fresnadillo. Aus dem Jahre 2007? Richtig. Ja. Ich hoffe, ich habe seinen Namen nicht verhunzt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich den gesehen habe. Und wenn ja, ist es so lange her, dass ich alles vergessen habe. Nun, auf jeden Fall ist Robert Carlyles Name einfacher als der von Cillian Murphy. Ja. Und da werden wir nächste Woche keine größeren Schwierigkeiten haben. Ja. Und wir reden des Weiteren über noch mehr, ja, nicht wirklich Zombies und Rennen tun sie auch noch, also irgendwie doppeltes Sakrileg für die alte Schule der Zombie-Fans. Wir reden über Umberto Lenzis Großangriff der Zombies, ein Klassiker des toxischen italienischen Kinos und ich glaube, das wird auch ein großer Spaß für uns beide, hoffe ich doch zumindest. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Kauft Daniels Comics. Ja, kauft bitte Patricks Bücher. Kauft und unterstützt uns bei Patreon. Alright. Also, bis dann.